Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von King's Quest. Im letzten Part haben die Alten uns diese Bum-Bum-Bombe gebaut, die jetzt erst einmal ein Blindgänger war, aber ich glaube, die war nur ein Blindgänger, weil die Zündschnur zu kurz war oder ausgegangen ist. So, ich habe eine Vermutung, was wir damit machen können. Und zwar da oben war doch das Feuer. Und da habe ich immer gesagt, ja, ist mir ein Rätsel. Jetzt haben wir diese Bum-Bum-Bombe. Vielleicht können wir die da ins Feuer werfen und sprengen. Denn wir brauchen nach wie vor den Schlüssel, dass wir die Käfige bzw. die Zellen öffnen. So, sag mir bitte, dass das jetzt funktioniert. Bingo, Leute. Das war's. Genauso hat das gehört. Okay. Was haben wir denn hier? Die Kobolde liebten Geschichten, vor allem Märchen. Und sie wollten immer noch mehr hören. Also ich mag Geschichten auch gern, Opa. Ganz wie ich. Doch die Kobolde waren wie besessen. Sie konnten Geschichten nicht einfach wie wir genießen. Ihr ganzes Leben drehte sich darum, so viel wie möglich aus ihren geliebten Geschichten zu sammeln und zur Not zu stehlen. Okay, das war jetzt eine sehr eigenartige Animation, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe keinen Plan, was die mir sagen wollte. Vor allem fand ich gerade, hat sie den Eindruck gemacht, als wäre die irgendwie verbuggt gewesen. Ich hau doch jetzt nicht allein ab, oder? Zurück. Damit sollte ich mich nicht erwischen lassen. Gute Idee. Okay, wir sind in der Nähe vom Rumpelstilzchen. Kerker. Ernsthaft? Okay, da komme ich tatsächlich scheinbar nicht hoch. Weil, keine Ahnung. Ich kann auch nichts machen, also. Irgendwelche Ideen? Ich glaube, hier ist auf jeden Fall Essen. Wäre cool, wenn wir hier Essen mitnehmen könnten. Weil das ist der Grund, warum uns die Leute gerade verhungern. Aber wieso kann ich hier nicht hoch? Echt scheiße. Einmal versuchen wir es noch. Okay, klappt wirklich nicht. Das klappt wirklich nicht. So, wir haben jetzt auf jeden Fall eine neue Seite und eine Möglichkeit, eventuell ein Schloss zu knacken. Aber damit sollte ich nicht erwischt werden, haben sie gesagt. Kann ich hier auch rein? Nee, hier kann ich nicht rein.
Was ist denn hier? Kann ich noch eine Seite mitnehmen? Nö. Ich finde es ja lustig. Wir haben jetzt eine Herzseite, wir haben jetzt eine Schwertseite, was ich jetzt einfach mal als Tapferkeit werte. Und hinten gab es irgendwo noch die Hirnseite. Das erinnert doch an den Zauberer von Oz mit Dorothy und ihren Begleitern. Die haben doch genau dasselbe gesucht, oder täusche ich mich? Tapferkeit, Herz und Verstand. Sind hier schon einige Referenzen auf andere Sachen, was ziemlich lustig ist. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt als erstes zu unserer Schmiedin. Befreien sie. Dann wären wir schon zu zweit, aber ich würde auch gerne noch die Alten befreien. Allerdings sind da noch Wachen. Vielleicht kann ich denen irgendwelche Märchenseiten geben. So, dann schauen wir mal ganz kurz zu ihr. Ja, sie sitzt auf jeden Fall noch. Und zwar... Komm schon, bitte, bitte. Der Alarm! Wir müssen los! Was ist mit den anderen Gefangenen? Je schneller wir hier weg sind, desto schneller können wir alle retten. Und jetzt los, Hübscher! Ich war auf dem Weg zu einer Audienz beim Koboldkönig. Wenn ich an seinen Schlüssel kam, konnte ich vielleicht die anderen befreien. Aus welchem Grund wähltest du eigentlich Amaya? Machst du Witze? Wer hätte nicht gern die tapferste Person von Daventry an seiner Seite? Aber die Hobblepots hätten einen Trank brauen können, um die Geröllköpfe zu besiegen. Ich glaube, der Großvater ist gerade eingeschlafen. Nein, doch nicht. Würdest du einen Gardisten rufen, der sie ins Bett bringt? Aber Großvater, ich will noch mehr hören. Welcher Teil gefiel dir besser? Die hinterhältigen Kobolde oder der ungeduldige Junge, der eine andere Geschichte wollte? Ich fand die Kobolde toll. Absolut, na klar. Ich wollte nur zeigen, dass ich auch... Ich denke, wir machen für heute Schluss. Der Sturm hat sich beruhigt und sie sich auch. Aber Großvater, ich... Gard? Ich wollte doch nur... Das ist nicht die Zeit für Debatten. Geh ins Bett. Wir machen morgen früh weiter. Wie du willst. Gute Nacht. Gard, warte. Hör zu, ich wollte dich nicht schimpfen. Die Medizin strapaziert meine Nerven. Schon okay, Großvater. Und danke sehr. Ich muss noch viel lernen aus deinen Geschichten. Schöne Träume, Gard. Schlaf gut. Das schaffe ich mit geschlossenen Augen. Ja, jetzt lernst du. Da, unser Weg nach draußen. Das mache ich nicht. Ich gehe vor. Zurück. Ich war nicht sicher, ob ich es schaffen würde. Aber sie musste mir vertrauen. Okay. Dann... Bisher eigentlich soweit ganz gut, oder? Los. Nach links. 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 Vorwärts. Rechts.
Rechts. Vorwärts. Okay, Leute, läuft. Dann bin ich nach links. Links. Nach rechts. Rechts. Vorwärts. Links. Vorwärts. Ups. Ich meinte natürlich nach rechts. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, wie ich so Springscheiße hasse. Aber die ist hier relativ angenehm. Auch wenn ich es zweimal machen darf. Links. Rechts. Vorwärts. Links. Rechts. Vorwärts. Okay, läuft. Dann gehen wir mal da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Okay. Nach rechts sind wir gegangen. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Vorwärts. Okay, das danke, war jetzt... König Graham. Das war relativ easy eigentlich. Schnell, in den Umhang! Ich erklär's später. Habe ich die jetzt wirklich in meinem Umhang drinnen? Nicht wirklich. Ich glaube nicht, dass da der Drache ist. Oder? Ist der Drache da? Nee, das ist nicht der Drache. Ein Babydrache! Wie süß! Albträume haben viele Formen. Wenn man erst einmal weiß, was einem Angst macht, kann man sich dem stellen. Es ist nur in meinem Kopf. Daraus wird nichts. Ich habe vor nichts Angst. Nach dem Schrei habe ich dich schon erwartet. Machen wir weiter mit der Geschichte. Ich hatte keine Angst vor Drachen. Ich litt noch immer unter Achakas Tod. Jetzt hing das Wohl eines ganzen Königreichs von mir ab. Das war die wahre Bestie, die ich bezwingen musste. Der Sack hat meinen Hut. Habe ich die jetzt echt in meinem Umhang drin? Ich habe die echt in meinem Umhang drin. Okay. Sehr skurril.
Und somit sind die Wachen weg, Freunde. Leute, ich sag's euch, der König von denen ist gar keiner von denen, sondern der König von denen ist auf jeden Fall ein Mensch. Okay, das hatten wir schon. So. Dann gehen wir mal weiter. Ich brauchte seine Krone nicht, um ein König zu sein. Mein alter Hut reichte völlig und Daventry war bereit für ein neues Abenteuer. So, jetzt haben wir auch unseren Hut wieder. Gibt es hier irgendwas anderes, was wir noch aufheben können, looten können? Nö, scheinbar nicht. Dann schauen wir mal weiter. Okay, Leute. Eine Bücherei. Da ist eine Leiter. Dann schauen wir uns erstmal das Buch an. Okay. Es war einmal in einer kleinen Stadt ein wunderschönes Schloss, das hoch oben auf einem Hügel stand. Dort waren alle willkommen. Alle. Außer den Schädlingen. Die Bewohner flehten ihren König an. Die Ratten müssen endlich weg. Sie erschrecken unsere Kinder und stehlen unseren Käse. Eine hat sogar ein Baby gefressen. Die Stadt war wirklich sehr ungemütlich geworden. So, Leute, ich weiß jetzt, wer der Bösewicht ist. Wenn ich mich nicht täusche, ist das unser alter Verbündeter aus dem Kapitel 1, gegen den wir am Schluss so ein Pseudoschach spielen mussten. Weil die Stimme, behaupte ich, ist die von ihm. Jeden Morgen warfen die Leute Goldmünzen in den Brunnen mit dem Wunsch nach einer besseren Stadt. Doch die Ratten blieben. Der König warf in seiner endlichen Weisheit auch Wunschmünzen, weil er verzweifelt nach einer Lösung suchte. So kam es schließlich, dass ein wandernder Flötenspieler am Schlosstor erschien. Der Flötenspieler bot an, die Ratten aus dem Königreich zu vertreiben, wenn die Stadt ihren debilen Gebieter stürzte. Hört, hört, riefen sie. Unser Thron ist nur ein Sitz für einen Hutständer. Befreie uns von den Ratten und der Thron wird dein sein. Der Fremde zog eine kleine Flöte hervor und spielte eine schöne Melodie. Die Musik rief die Ratten herbei und sie tanzten auf dem Kopf des Königs. Der König kreischte entsetzt auf. Doch der Flötenspieler spielte sein Lied. Die Ratten wurden zurück in den Wald gebracht, wo sie hingehörten. Der Flötenspieler kehrte siegessicher zum Schloss zurück. Doch sein Klopfen verhallte und niemand öffnete ihm. Er setzte seine Flöte an und spielte eine neue Melodie. Die Zugbrücke senkte sich und ein hypnotisiertes Volk gesellte sich zu ihm. Mit ein paar einfachen Tönen machte der Flötenspieler kehrt und führte sie aus dem Schloss in die tiefen, dunklen Höhlen darunter. Der Thron ist nun leer und im Brunnen klimpert es nicht mehr. Manni wusste genau, wie man die Horde in Aufruhr versetzt.
Er wählte jedes Wort mit Bedacht und wusste um die Reaktion der Kobolde auf seine Geschichte. Es war brillant. Sie erledigten die Drecksarbeit und er hat entspannt zugesehen. Ich dachte, ich hätte ihn im Scharfsinnsduell besiegt, aber die Spielchen fingen gerade erst an. Ja, Leute, da hatte ich recht, es ist Manny, der Bösewicht. Aber wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part, denn es reicht wieder für heute. Wir haben heute einiges erreicht. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zugucken. Vergesst die Videobewertung nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.